Neue Folge Forsaken World, MMO 10er Pack. Was ist da los? Ich habe einen neuen Hut bekommen. Ja, offenbar besitze ich noch nicht bei allen Charakterslots ein Item. Und jetzt so ein abgetrennter Falschsandhut. Genau. Mana, Angriffsstärke, kritischer Schaden als Zusatzeffekt. Unidentifiziert. Moment mal, jetzt wartet mal. Da könnte ich ja so eine... Nein, so eine Schriftrolle verwenden. Ist das diese hier? Nein, 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 das war Doppel-XP aktiviert. Okay, kann ich auch machen. Welche waren das nochmal? Hier sowas, oder? Tierprüfling-Schriftrolle, Schriftrolle der Weisen. Kann ich damit eventuell... Habe ich da jetzt was identifiziert? Yo, da steht's dran. Erdangriff plus 25. Das ist gut, denn ich habe ein paar Skills, die Erde haben. Na gut, also. Ich habe diese Mission abgeschlossen. Die gebe ich auch direkt mal ab. Okay, und jetzt geht's darüber wieder zu Medina. Und da sehen wir uns dann gleich dort. Mein neuer schicker Hut, der tut mir gut. Man kann übrigens auch, wem der Helm nicht gefällt, zum Beispiel, aber ich lasse den jetzt an. Hier Helm verbergen, Helm anzeigen. Ich meine, das gehört zu den Basics eines MMORPGs dazu. Oh, ich kann die ganze Ausrüstung, wenn ich möchte. Wow, was sind das? Flügelaufladungen? What? Geht denn hier ab? Aber das wird mich wohl erst später erwarten. So, ich muss nämlich zu Medina die Quest abgeben. Noch immer eine Level 25er Quest, aber man merkt hier, dass ich mal 5 Erfahrungspunkte habe. Jetzt ist eine Level 30er Hauptquest am Start. Die Mondgöttin. Was hat denn der hier für einen Totenkopf? Den sehen wir uns mal in gesamter Pracht an, den Medina. Hat der vorhin auch schon so ausgesehen? Irgendwie ja nicht, oder? Keine Ahnung. Ein paar Quests habe ich auch schon gelöscht. Zwar nicht alle, aber die ganzen Nebenquests. Die Hauptquests, die zählen ja sowieso nicht. Polargrenzland. Die zählen offenbar da nicht rein zu den 2 von 20. Da kann man beliebig viele annehmen. Ach so, das sind nur... Ach, da zählen diese... wie nennt man sie? Hauptstrang-Quests. Als eine von 20, verstehe. Man kann sogar, wenn einem die Missionen ausgegangen sind oder man nicht weiß, was weitergeht... Ach so, ne, Moreno ist hier am Start, der sieht so ähnlich aus. Hat man hier Nebenquests, Ereignisquests, Rednerquests und so weiter. Der hat jetzt hier definitiv einige Nebenmissionen für mich. Womöglich ein neues Tier, ne, das ist interessant. So, ein Test der Mondgöttin. Ob ich dafür ein neues Ei bekomme zum Brüten? Blumen auf dem Dach. Könnt ihr die Blumen für mich pflücken? Ja, mache ich ausnahmsweise. Boah, und ich habe schon wieder alles voll. Ich wollte die doch eigentlich loswerden. Wie komme ich jetzt auf das Dach rauf? Ohne Questhelper. Hier. Das muss ich auch mal selbst finden. Kann ich das von unten? Nein, der will, dass ich das am Dach mache, oder? Muss ich da Jump and Run Style? Moment mal, ich sattle mal kurz ab. Ich habe mir jetzt das Looten, habe ich mir auch auf F gelegt. So, gibt es da eine Jump and Run Einlage? Oder bin ich geradezu unfähig? Nein, tatsächlich, ich muss darauf. Hey, das finde ich auch genial. Normalerweise hassen die Spiele Leute, die so rumklettern und dann gibt es so unsichtbare Absperrungen überall. Aber hier soll man da sogar mal rauf. Sehr schön. Hat mir gefallen. War zwar nur eine kleine Einlage. Nein, welches Game ist dafür bekannt? Guild Wars, oder? Für seine Jump-and-Run-Passagen. Sauber. So, dann habe ich dem mal die Blumen geholt. Sprinten wir mal los zu ihm. Hier, schnell, da sind deine Blumen. Gönn sie dir. Mit einer ordentlichen Portion Erfahrungspunkten. So, jetzt muss ich irgendwelche Eier holen. Da hinten sehe ich schon Spinnen. Und während ich das mache, aber vorher noch kurz... Was blinkt? Ausbrennen blinkt. Ein Level abgeholt. Talentbaum, das kill ich auch. Aktuell hier kritischer Schaden ist das. Und ich würde mal sagen... Da leuchtet ein bisschen was. Erdhaufen. Da wäre aber auch mal... Guild Wars 2 habe ich nie wirklich gezockt, muss ich sagen. Das wäre mal extrem interessant. So eine längere Jump-and-Run-Passage. So, da hinten sind viele Gegner. Die snack ich mal alle weg, würde ich sagen. Die ganzen Spinnen. Weg vom Fenster. Und jetzt eben mit der Taste F. Hier, ich habe die Maus nirgendwo. Da ist das Looten, Aufheben. Habe ich mir jetzt auf die Taste F sozusagen gelegt. Weil in vielen MMORPGs macht man entweder mit E oder mit F irgendwie sowieso alles. Ich mag dieses Klicken eigentlich nicht. Ich habe mir das in jedem Spiel schon abgewöhnt. Aber hier gibt es wieder 20.000 Skills. Also ist echt übertrieben schon. Da kommen offenbar noch welche dazu.
Da müsste ich mir noch mehr Tasten eigentlich belegen, aber auf jeder Taste liegt schon was. Ich habe nur E und R so richtig gefunden und jetzt eben F. Aber okay, könnte ich, während ich das sammle zum Beispiel, meiner Schildkröte sagen, sie soll da jemanden platt machen, aber ich glaube nicht, dass die das schaffen würde. Ach, mittlerweile ist sie Level 14. Das ist ja auch mal was. Und ich kann wieder beten. Immer zwischen den Aufnahmen bleibe ich hier online rumstehen, denn unter anderem für das Beten, das schadet ja nicht. So, wie viele Erdhaufen muss ich eigentlich? Erdhaufen, Moment mal. Muss ich die etwa anklicken? Ein Spinnenbein, Rechtsklick, um sie zu häuten. Ach so, aber das kann ich nicht, während ich was mache. Okay. Und da ist schon Spinnenbeinfleisch. Und was habe ich noch? Aber irgendwas? Ich nehme doch da was auf. Moment mal. Erdhaufen. Steht da dran. Einige Spinneneier wurden in der Erde vergraben. Was bekomme ich? Hier. Halskettenfragment. Okay. Egal. Wir machen hier natürlich weiter. Da, sowas. Da müsste ich mich auch mal drum kümmern. Botanikrang 3 wird dafür benötigt. Da war ich, das wäre eben in der Stadt hier die Gelegenheit gewesen, Berufe zu erlernen. Ja, und lauter solche Dinge. Und dann hätte ich da sammeln können. Und was sonst noch so anfällt. So, da liegt schon so einiges rum. Der hält aber nicht viel aus, muss man sagen. Ich meine, ich habe einen Skill, den sollte ich häufiger einsetzen. Damit kann ich Leben absaugen, sozusagen. Der heilt, sollte mich ein bisschen heilen. Verursacht Erdschaden, bam bam, heilt euch um 5% des Fähigkeitenschadens. 5% Lifesteal ist eigentlich eine Menge, wenn ich da so richtig viel Schaden verursache. Aber jetzt, ich verstehe es noch immer nicht so ganz. Muss ich sagen, 7 Stück, 8 Stück. Ach so, okay, ich bekomme da doch die Eier, aber offenbar nicht in jedem oder schon in jedem. Und das Fleisch muss ich hier immer rechtsklicken, aus dem Spinnenbein das Ganze extrahieren. Das ist wohl nicht in jedem drin, oder? Mal schauen. Der macht das aber hier inständig und akribisch. Nein, das ist nicht in jedem drin. In manchen ist einfach nur Schleim und ich glaube, den kann man wohl verkaufen. Für was auch immer, für ein bisschen Cash in the Tash. So. Wir ziehen da nochmal ein paar zusammen. Da hinten gibt es ein Rufzeichen. Wäre das eventuell was Interessantes? Oder eher nicht so? Soll ich da mal hinschauen? Weil wenn man das dann nebenbei... Wow, 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 jetzt beruhigt euch mal. Wenn man das eventuell nebenbei machen könnte. Ich dachte, das sind Level... Okay, die sind mittlerweile Level 30, aber trotzdem. Was? Wie schwach bin ich denn? Ich habe nicht mal die großen Tränke da draußen. Warum greift meine Schildkröte nicht an? Die habe ich doch auf Angriff gepolt. Angreifen. Was ist denn los mit dir? Hast du keine Lust heute, oder wie? Die greift einfach nicht an. So, und wie bekomme ich das Fenster weg? Mach weg da. Füttern. Kann ich dich mit irgendwas füttern? Tier ist nicht hungrig. Na, dann ist ja gut. Dann greif aber bitte ein bisschen an. Denn ich hätte mir da ein bisschen mehr vorgestellt. Entweder Autoloot oder eben... dass du ordentlich mitkämpfst. Aber gut, was will ein Level... Obwohl jetzt Level 16, war ich nicht vorhin Level 14? Und mit ich meine ich eben die Schildkröte. Das kann schnell gehen. So, noch ein Spinnenbein öffnen. Und die Eier habe ich jetzt alle, genau. Jetzt noch diese Spinnenbeine. Eventuell genügt das schon. Und ich kann auch wieder mal so einen anderen Skill ausprobieren. Einen anderen XP-Skill. Ich habe ja da richtig viele Items bekommen zum Umrüsten. Und genau, da macht jeder was anderes, irgendwie so. Und ich bin noch immer in der Löwenherzreserve 2 in der Gilde. Ist da mittlerweile jemand? Mitgliederliste? Nein, nur noch 2 Leute. Ein Waldi noch. Und ich bin am Start. Im PvP 2 ist der hier. Gut, kommt hier, greif mal an. Tank mal ein bisschen was. Hältst du zumindest was aus? Weil eine Schildkröte doch... Stimmt, der kann tanken. Das kann er machen. Eine Schildkröte hat ja einen ordentlichen Panzer. Hält gut was aus, folglich. Und sollte mir dann auch die Gegner vom Leibe halten können, hoffentlich. Boah, das sieht heftig aus. Dieser, wie heißt der Skill? Der Inferno-Regen. Ja, der kann schon was. Aber ich muss echt, den muss ich häufiger einsetzen, der Lebenssauger. Denn ansonsten muss ich zu viele Tränke schlucken. Ich meine, die gibt es ja hier eigentlich in großen Mengen.
Ich ziehe mir jetzt den großen da raus. Das ist, denke ich mal, besser. Die kleinen, die sollte ich... Ups, falsche Taste. Hey, was war das hier? Eine Rangliste habe ich gesucht. Die habe ich doch mal gesucht. Was haben wir hier? Level 110 ist der höchste. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ob es ein Maximallevel überhaupt gibt, denn... Oder ist 110 das Maximallevel? Weil warum sind da nur so wenige auf dem Level? Das fände ich jetzt... Wartet mal, ich kämpfe die ganze Zeit. Und da kommen ja immer wieder neue Gegner ran, weil ich so viele AOE-Effekte habe. Ich muss jetzt mal mich beruhigen nach... Nach dieser Ladung an Spinnen. So, jetzt reicht's aber mal, oder? Sind jetzt alle erledigt? Nein! Und wenn die anderen kommen... Jetzt aber. Jetzt nichts mehr machen. So, Taste I. Währenddessen loote ich hier schon mal. Also, Huff's Bard. Schade, dass man sich den nicht irgendwie ansehen kann. Ist Level 110, ein elfischer Barde. Und dann geht's direkt krass runter. Level 105, 100 und so weiter. Wohlstand. Boah, da sieht man sogar das Gold. Wie gemein ist das denn? Kann man das irgendwie ausstellen? Was ist, wenn ich das nicht zeigen möchte? Wie viel ich habe so? Vielleicht will das nicht jeder zeigen. Na egal. So, jetzt noch ein paar Spinnenbeine öffnen. Komm, Schilling, streng dich an. Beziehungsweise der Spieler, heißt ich ja. Streng dich an, du bekommst da die richtigen Dinger raus, hoffe ich. Noch immer 3 von 5. Noch immer 3 von 5. Und 4 von 5. Und jetzt das letzte Teil. Grande Finale. Jawohl, habe ich Glück gehabt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, satteln wir mal auf. Und gehen zurück zu dem Kollegen. Die Blumen habe ich ihm gebracht. Mit der heftigen Jump-and-Run-Einlage. Und alles weitere, jetzt füllt sich der XP-Skill bestimmt wieder sofort auf. Durch die Erfahrungspunkte. Und... Kavums, da ist er voll. Der wählerische Ochoa, oder wie? Ich werde zu ihm gehen. Na gut. Wo ist er denn? Wo haben wir ihn? Zu dem laufe ich mal. Ist auch hier so eine Hütte und eine Hütte daneben und kein einziger da, außer der eine Typ hier. Na egal, meinen Buff muss ich dann wieder anwerfen, nicht vergessen, Angriff um 90 erhöht. Sehr schön, was könnte ich denn noch hier, soll ich diese Identifizierungsdinger für andere Items verwenden? Ist hier auch noch was zum Identifizieren in der Waffe, weil die habe ich ja ordentlich gepusht. Unidentifiziert, ja klar, jetzt wartet mal. Dann werde ich da mal aufmachen. So, lauf mal wieder hin in der Zwischenzeit, während ich mir ansehe, was ich da jetzt identifiziert habe. Boah, drei Attribute sogar habe ich hier identifiziert. Und zwar Mana, Feuerfertigkeit und Ausweichen. Das ist echt krass, was man mit jedem Item anstellen kann. Dann sehe ich hier noch so einen Stern und Verbessern und Verstärkungslevel. Ja, da muss man sich ordentlich reinfuchsen, denn ansonsten ist man wohl zu schwach. Der hat zwei neue Missionen für mich. Magische Bohnen. Jedes Böhnchen ergibt ein Tönchen. Leckerer Geschmack 2. Nehme ich auch mit. Auf mich könnt ihr zählen. So. Köstliches Wild. Eine Grillgabel habe ich hier. Moment mal, ich müsste mal ausmisten. Aber hier ist leider weit und breit kein Händler. Mit dieser Gabel muss ich da mal grillen. Benötigter Gegenstand nicht gefunden. Das ist aber schade. Da muss ich wohl zuerst Wild jagen. Mal schauen, da stehen sogar die Locations dran. Wilde Wölfe. Die muss ich hier... Boah, what? What? Wie viele Missionen hast du denn für mich? Wolfspelze, Bärenhäute, soll ich die alle annehmen? Na, nehmen wir an. Ich meine, ums Leveln geht es, glaube ich, gerade echt nicht. Ich bekomme hier so viele Erfahrungspunkte überall. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass diese Quests auch reingehen. Ich habe irgendwie gesucht, wie ich zum Beispiel automatisiert nur... Oh, der hat schon was. Automatisiert nur zum Beispiel die Hauptquests anzeigen lassen kann, aber habe nichts gefunden. Mhm, so. Wildwolf-Kadaver. Ich habe ja schon einen. Moment mal ganz kurz. Ach so, schließen, Moment. Das könnte ich hier, ja, aber individuell. Ich dachte, das kann man irgendwie automatisiert, dass nur die Hauptquests da drin sind. Egal. Auf jeden Fall, welche Quest soll ich denn angehen? Bärenfäkalien, was ist denn da los? Wo sind denn die ganzen Mobs? Ich will da mal ein bisschen kämpfen. Mach das mal zu hier. So, wo könnten die Monster sein? Wo bin ich denn? Ich sehe mich gerade nicht.
Hier bin ich. Nagerdorf, eventuell muss ich dort rüber. Wolfspelz, wo haben wir sie? Nein, ich war schon am richtigen Trichter. Okay, dann laufe ich hier mal lang. Aber die könnten da am Weg ruhig auch den einen oder anderen Gegner platzieren. Und dann tauchen plötzlich hier 20 auf einmal auf. Aber nichts leichter als das für meinen XP-Skill. Wir suchen uns hier wieder eine schöne Stelle. Oder ich lock mal mehrere ran. Das machen wir jetzt so. Ich lock da wirklich mal ein bisschen was zusammen. Und hier AOE, der muss, für den AOE muss er richtig nahe ran. Aber dann habe ich gleich mal die Agro von allen. Den nehmen wir. Dem sauge ich ein bisschen was ab. Da hinten kommt das Inferno. Dann nehmen wir hier den noch mit. In der Zwischenzeit einen Trank anwerfen. Man weiß ja nie so genau. Und hier nochmal das Inferno rein. Oder auch nicht. Und jetzt den XP-Skill. Jawohl, so muss man farmen. Eigentlich hätte ich noch mehr Gegner zusammenpullen sollen, bis ich den einsetze. Und die sind sofort wieder da. Die sind einfach sofort alle wieder da. Ja, das geht wirklich schnell. Das geht wirklich schnell. Wie levelt man da jetzt am besten? Und am ungefährlichsten? Denn die richten ja echt guten Schaden an. Wenn das so schnell geht, muss man sagen. Hier, das ist so ein AOE-Stun, glaube ich auch. Der stunt die kurz. Oder ich habe zumindest jetzt, glaube ich, geskillt, dass der auch AOE-mäßig trifft. Aber beim Kämpfen, ich glaube, da muss man jetzt schon erfahren sein, dass es effizient ist. Wenn man nicht hier immer einen nach dem anderen nehmen möchte. Sondern auch mal mehr. Ohne aber drauf zu gehen, weil zu viel darf es natürlich auch nicht sein. Denke ich mal. Aber man braucht auch so einige. Hier sehe ich Wolfenzahn. 30 Stück in Summe. Das ist schon ein bisschen was. Und da kann ich mir echt vorstellen, dass da manche Leute, um eben zum Beispiel 110 zu erreichen, wirklich eine halbe Zone zusammenpullen. Dann der XP-Skill und mit einer Gruppe absprechen etc. Das kann schon gut abgehen vermutlich. Okay, jetzt muss ich aber aufpassen. Gleich laufe ich weg, wenn die hier nicht. Ja, das ist die Sache. Weil die immer wieder spawnen und nachspawnen und nachspawnen. Man müsste sich die in eine ruhige Ecke ziehen, oder? Oh, da ist ein Boss dabei. Ja, jetzt holla die Waldfee. Deshalb. Warum sagt denn niemand was? Dass da ein kleiner Boss am Start ist. Müsst ihr mir schon mitteilen. Für den hätte ich mir den XP-Skill aufheben sollen. Am Ende ist man immer schlauer. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur so ein, keine Ahnung, noobiger Boss, der für eine Quest benötigt wird. Sondern der hat einen lila Namen. Der dürfte sogar ausnahmsweise mal wirklich halbwegs gut sein. Also wirklich ein halbwegs schöner Boss sein. Aber ohne Drop. Nö, war vielleicht doch keiner. Eure Tasche ist voll. Ach, weil ich so viele Kadaver da mitgenommen habe. Wofür habe ich die nochmal? Weiß ich gerade nicht. Gefäß mit Spinneneiern. So, loote da mal alles. Ich brauche so einiges. Ach so, ich habe schon. Das war's. Jetzt müsste ich noch die Bären suchen. Und hier liegt auch noch so viel rum. Sehr schön. Nehmen wir auch nochmal alles mit. Und mit und mit und mit. Schulterpanzern, Moment mal. Wenn ich Glück habe, kann ich die tragen. Nein, kann ich nicht tragen. Für welche Klasse sind die? Moment mal. Priester, weg damit. Brauche ich nicht. Okay, Kochmaterialien habe ich hier gefunden. Wieder aufsatteln. Köstliches Wild. Bratet das wilde Wölfe, Bären. Habe ich da schon was? Weil ich meine, ich kann ja nicht hier. Ich brauche ja das Lagerfeuer. Ich kann euch nicht hier grillen. Das funktioniert ja so nicht. Oder reicht dieses Fleisch eventuell? Benötigter Gegenstand nicht gefunden. Mal schauen. Ich schaue kurz zum Lagerfeuer zurück. Ansonsten, ich muss sowieso zwei Quests abgeben. Quests abgeben. So rum. Zufälliges Reittier besteigen. Das stelle ich mir auch lustig vor, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, 20 Reittiere hat und dann einfach, ach, mal schauen, was uns das Spiel heute so gibt. Zufälliges Reittier. So, Quest abgeschlossen, 900.000 EP. Nochmal abgeschlossen, 900.000 EP und ich glaube auch Seelenmünzen und so weiter. Genau. Dann versuchen wir das jetzt, ob das reicht mit diesem... Nein, wo war denn das Ding? Ich müsste einfach nur hier, oder? Quest? Nö. Kann ich da nicht irgendwie nach Quest-Items suchen? Offenbar ist das kein echtes Quest-Item. Schauen wir mal, ob das reicht.
Komm. Komm. Benötigter Gegenstand nicht gefunden. Schade. Dann werde ich den noch suchen. Da ist leider die Anzeige irgendwie fehlerhaft. Da steht in der Location dran. Die muss ich mir hier erstmal... wie kann man denn... Ach, hier sind die Locations, die Koordinaten. Muss ich dann irgendwie suchen? Aber für dieses Video würde ich mal sagen, soll es das gewesen sein? Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spieletrend. Oh.